Danke, danke, danke. Ja, wie immer sitzen wir bequemer als ihr. Für diejenigen, die vielleicht dieses Jahr neu sind, sagen wir noch mal kurz, wer wir sind. Fang du an. Gut. Mein Name ist Oliver Zendel. Ich bin langjähriges Mitglied im Linux-Tag e.V. und wir haben den Linux-Tag, der dieses Jahr ja leider zum allerersten Mal seit langer, langer Zeit nicht mehr stattgefunden hat, mit aufgebaut und beschäftigen uns seit unglaublich langer Zeit mit freier Software und alles, was da drumherum gehört. Und freuen uns jedes Jahr hier die Highlights und Perlen, die wir das ganze Jahr gefunden haben, euch hier vorstellen zu dürfen. Ja, mein Name ist Michael Kleinhens. Ich bin ebenfalls Linux-Tag Urgestein. Wir haben das zusammen mal gegründet, irgendwann vor Jahren, und arbeite ganz, ganz lange schon als Softwareentwickler, Architekt, Geschäftsführer, Mann, der dem Programmierern das Papier bringt in der Softwarebranche. Und den Kaffee natürlich. Und den Kaffee natürlich. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir machen das ja jedes Jahr hier mit unserer Technologie Open Source, freie Software und Open Content Wochenschau. Und nannten das mal State of the Union, um so ein bisschen irgendwie die Gesetztheit drüber zu bringen, die wir ja auch selbst innehaben. Und wir erzählen ja auch immer gerne vom Browserkrieg. Ja. Jetzt haben wir dieses Jahr uns entschlossen, das ein bisschen zu ändern. Also, genau. Also jetzt müssen wir das ganz ernst rüberbringen, weil uns geht's gut. Also uns geht's erstmal ganz gut und wir sind der Meinung, dass es unserem Vortrag auch ganz gut geht. Aber wir sind der Meinung, wir könnten es noch übersichtlicher und nachvollziehbarer für euch hier gestalten. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unsere Struktur drastisch zu ändern. Wir werden unser Unternehmen hier in eine neue Struktur einbringen. Und weil wir hier ganz viel mit Buchstaben und mit Worten zu tun haben, haben wir uns entschlossen, das Ganze hier eine neue, zukunftsfähige, trächtige Struktur zu geben. Struktur dem Ganzen. Zu geben. Genau. Für die nächsten 15 Jahre. Genau. Ja, da sind wir auch schon beim ersten Thema. A wie Alphabet, das Alphabet. Das sollte es ja auch irgendwie heißen. Google gibt sich eine neue Struktur. Und ich bin irgendwie morgens aufgewacht und dachte, oh scheiße, Google gibt's nicht mehr. Ja. Also ist es ja nicht irgendwie. Ein paar Sachen sind irgendwie, also ich glaube, wenn ich jetzt Google-Mitarbeiter wäre oder irgendwie einer von den Leuten, die da in der Projektführungsebene von bestimmten Projekten wären, würde ich mich jetzt fragen, warum bin ich eigentlich kein Buchstabe geworden? Ja. Und warum sind andere Buchstaben geworden? Ja? Gut. Aber wenn man das so anschaut, so viel ändert sich eigentlich nicht. Im Großen und Ganzen sind bestimmte Sachen, also alles das, was man mit Google assoziiert hat, ist ja eigentlich bei Google geblieben. Also es gibt, A steht irgendwie nicht für Android, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern Android ist irgendwie unter G einsortiert. Ja, Android ist irgendwie unter G wie Google einsortiert, das haben wir natürlich auch. Bei uns ist G natürlich für das fehlende G in State of the Union. Aber okay, wir müssen da einen eigenen Muster finden. Deswegen haben wir alle Themen diesmal halt unter entsprechenden Buchstaben einsortiert und werden die dann auch so präsentieren. Ja. Wir werden ganz viele Sachen erzählen, ganz viele schräge Sachen, ganz viele lustige Sachen, ganz viele traurige Sachen, ganz viele Sachen, wo ich mir selbst an den Kopf gegriffen habe, was passiert da eigentlich. Ja? Versuchen ganz, ganz viele News rüberzubringen, die so in den letzten 12 Monaten passiert sind. Und das Interessante ist ja irgendwie, dass die Nachrichten eigentlich eine verdammt kurze Halbwertszeit haben. Das ist das Tolle eigentlich bei diesem Vortrag, wenn man sich das ganze Jahr nochmal Revue passieren lässt, da sind Sachen, die hatte man sich dann gemerkt und plötzlich ist das wieder aus dem Ereignishorizont verschwunden. Und genau das wollen wir jetzt hier nochmal euch hier vor Augen führen, was da so alles passiert ist, weil manche Sachen sind wirklich schrecklich gewesen, die dieses Jahr passiert sind und andere waren halt nicht ganz so schrecklich. Ja, erstes Thema. Letzte Woche kam raus, was das M bedeutet. Ich war so fest der Überzeugung, dass es Milkshake heißt. Ja, nach der Google I.O. Haben die ja sehr viel damit rumgespielt, dass es irgendwie Milkshake heißen soll. Da liefen Google-Leute mit Milkshake-T-Shirts rum und sowas. Also ich war so überzeugt davon, dass es Milkshake, aber es wird tatsächlich Marshmallow. Ja. Ja. Ja, Android ist gewachsen in den letzten 12 Monaten weiter. Auch die Fragmentierung ist gewachsen, wo viele Leute sich darüber beklagen, was so das Top-1-Kriterium irgendwie ist oder das Top-1-Begründung, warum Android irgendwie nicht funktioniert. Manchmal das Gefühl, das wird sehr oft von der Gegenseite einfach mal so ein bisschen ins Spiel gebracht.
Gut, die Fragmentierung ist ziemlich groß, 24.000 verschiedene Geräte nur dieses Jahr gesehen, also die schon ausgefasst sind, sind da gar nicht mit drin, ist schon eine Menge Zeug. Und wenn man irgendwie sich in der Entwickler-Community so ein bisschen bewegt, dann kommt halt ganz oft das Argument, irgendwie da kann man nicht für entwickeln, weil Android wäre zu fragmentiert, es wäre zu schwierig, irgendwie die Sachen auf den verschiedenen Geräten zum Laufen zu bringen und so, das wäre halt ganz doof. Halte ich für totalen Unsinn. Also ich entwickle selbst professionell Android-Apps und bei den PC-Software-Herstellern meckert auch keiner rum, dass es irgendwie mehr als eine Grafikkarte gibt oder eine Bildschirmauflösung und sowas. Also das ist meiner Meinung nach völliger Unsinn und zeugt einfach nur davon, dass man einfach schlechte Softwarequalität herstellt. Ja. Gut, aber ich glaube, das Problem ist, dass es zu viele verschiedene Versionen gibt und dass die Geräte nicht auf die aktuelle Version immer hochgezogen werden. Und somit ist es ja eigentlich relativ schwierig, weil du ja gar nicht wissen kannst, was da alles da draußen dich erwartet. Das stimmt. Da arbeitet, muss man aber wirklich Google auch zugutehalten. Die arbeiten da sehr stark dran, das in den Griff zu kriegen. Das ist seit der 4er-Version von Android deutlich, deutlich besser geworden. Und üblicherweise würde man heute auch neue Applikationen schreiben, tatsächlich für Android 4 und aufwärts. Damit kriegt man 90% des Marktes. Und da ist die Fragmentierung in dieser Hinsicht eigentlich auch kein Problem. Also da gibt es einfach keine großen Unterschiede. Da haben sie eine Menge Arbeit investiert, um das vernünftig hinzukriegen, dass es da keine solchen Unterschiede gibt, dass man da Probleme bekommt bei der Software ausrollen. Ja, wenn man sich mal den Markt anguckt von Android, die Fragmentierung bei den Herstellern, das ist schon ganz schön krass, finde ich. Ja. Irgendwie 40% der Geräte werden heute von Samsung hergestellt. Das ist schon ziemlich abgefahren. Ne? Na gut, aber ich bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht. Ich meine, das kann ja von 100 auf 0 irgendwie in einem Jahr gehen. Ja, das hat man ja öfter schon gesehen. Also gerade in diesem Bereich ist es halt die Turnaround-Zyklen so kurz, das kann nächstes Jahr schon völlig anders aussehen. Und Samsung hat ja da auch, wie man so hört, gewisse Probleme im Moment. Interessant finde ich, dass die Nexus-Geräte doch einen relativ großen Teil einnehmen. Also die Geräte, die direkt von Google kommen, obwohl das ja eigentlich Geräte sind, die eher sich so an den Entwickler richten oder mehr so an den professionellen Anwender, sag ich mal. Ja. Aber insgesamt ist das natürlich mit der Fragmentierung noch aus einem anderen Grund problematisch. Also ich glaube, in der Entwicklungsebene gibt es da keine, aus meiner Sicht sind das alles nur Jammereien auf hohem Niveau. Problematisch für die Fragmentierung bei einem anderen Thema, da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber ich hätte noch eine Frage. Also ich meine, seit Jahren sitze ich hier und sage 2016 wird das Jahr des Linux-Desktops. Hat Android nicht das Potenzial, auch auf dem Desktop Fuß zu fassen? Ja, andersrum gesagt, wollen wir das überhaupt? Also es gibt gerade auf Kickstarter ein sehr interessantes Projekt davon. Wir haben das jetzt hier nicht auf diesen Folien aufgenommen, weil das kein explizites Open-Source-Projekt ist und auch nur sehr entfernt, was damit zu tun hat. Aber es gibt im Moment auf Kickstarter ein Projekt, was ziemlich viel Publicity macht, mit einem Mini-PC, der auf Android-Basis läuft. Also quasi ein Windowing-System drumherum gebastelt, ist quasi ein Android. Kann man sich an seinen Monitor anschließen und hat halt die wesentlichen Apps dabei und hat da Zugriff auf den Play Store und damit Zugriff auf die gesamte Ökosystem von Apps, die da vorhanden sind. Das ist natürlich ein Schritt auf den Desktop, ganz klar. Ja. Aber jetzt nochmal die Frage, wollen wir das überhaupt? Tja. Kann man hier mal kurz fragen, wer will denn das? Sieht da jemand eine Chance und ein Potenzial? Keiner. Das ist eine sehr offene Frage. Gut. Sieht da jemand ein Potenzial für Linux auf dem Desktop? Okay. Und sieht da jemand eine Gefahr? Ja, ich sehe dann ganz eindeutig die Gefahr des Lockdowns. Ja, also der Tod des Multi-Nutzen-Maschine sozusagen. Also ich meine, das ist ja genau das Problem bei der Fragmentierung, auf das wir später auch nochmal kommen werden, dass da man sich mit solchen Lockdowns krasse Probleme einhandelt. Ja, auf der Security-Ebene, auf ganz anderen Ebenen noch. Ja. Aber gut, da kommen wir sowieso nachher nochmal drauf. Ein weiteres Jubiläum dieses Jahr ist Amazon, hat Geburtstag. Weiß denn jemand, wie alt Amazon geworden ist? 25, 20, bietet jemand mehr? Nein, Amazon ist knapp 20 Jahre alt geworden. Wir haben mal nachgeguckt, was unsere erste Amazon-Bestellung war.
Also meine war traurigerweise kein Buch, sondern die DVD von Lola Rent. Ich habe tatsächlich nachgeschaut und ich habe ein Buch gefunden. Und zwar war das Sun Tzu oder die Kunst des Krieges. Was ich mehr erschreckend finde, dass ich eine DVD als erst bei Amazon bestellt habe, finde ich, dass Amazon das noch weiß, dass man das da schön in seiner Bestellhistorie noch nachgucken kann, was man 1994 so bestellt hat. Ja? Das ist schon ein bisschen beunruhigend, finde ich. Vor allen Dingen, dass es mir auch anbietet, tatsächlich, wollen Sie diesen Artikel bitte zurückschicken? Ja? kein Witz, ja, wirklich. Das, Gut. Aber diese Zeitlinie ist ja relativ witzig, weil das ist von Amazon selbst rausgegeben, oder? Ja, ich glaube zumindest die Daten. Weil sonst kann ich mir nicht erklären, wie da dieser Anfangs... Ja, da gibt es tatsächlich einen Anfangs... Der Anfangspunkt ist irgendwie, Jeff Bezos fährt nach Seattle. Warum das jetzt irgendwie da so ein Meilenstein ist, bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, aber irgendwie muss es eine bedeutende Fahrt gewesen sein. Vielleicht ist da die Idee gekommen oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ungefähr ein Jahr später hat er das erste Buch verkauft. Ja, Amazon ist schon ein ziemlicher Player, wenn man sich mit Java beschäftigt und Java-Entwicklung macht oder auch im Cloud-Bereich sich beschäftigt, so mit Cloud-Deployments was macht, da ist Amazon einem Begriff und zwar nicht nur als Verkäufer, als Einzelhändler, sondern als Infrastrukturanbieter. Und da haben die einen mördermäßigen Marktanteil, also gerade im Bereich Cloud-Services, also Software-as-a-Service, Plattform-as-a-Service und solche Geschichten, sind die schon eigentlich der Anbieter. Ja. Na gut, ich will jetzt nicht hier Spielverderber sein, aber ich muss es trotzdem machen. Was hat das Ganze mit freier Software zu tun, Michael? Ist leider jetzt ein bisschen hier abgeschnitten auf der linken Seite, müsst ihr euch das ein bisschen dazu denken. Ja, eigentlich gar nichts. Und es ist auch erschreckend, wenn man ein bisschen mal googelt, was Amazon so bei freier Software beigetragen hat oder beiträgt, weil diese gesamte Cloud-Infrastruktur, die bauen, das wird immer ganz offensiv als offene Infrastruktur verkauft und basierend auf offenen Standards mit offenen APIs und so weiter, also MySQL, API und solche Geschichten. Ja. Aber im Kern hat Amazon da eigentlich wenig irgendwie zurückgegeben an der Stelle, sondern die nutzen ganz viel. Aber und offensichtlich ist es auch Unternehmenskultur. Ja, aber ich sehe da eine Riesengefahr. Also ich meine, Amazon steht ja zum einen für einen Online-Shop sozusagen und zum zweiten steht es für Cloud-Anbietungen. Und diese Dienstleistungen, die dort angeboten werden, basieren alle auf freier Software oder zum großen Teil auf freier Software, ist einer der größten Nutzer von freier Software mit Amazon. Und es ist erschreckend, wie viel Umsatz die damit machen und wie wenig die davon zurückgeben. Und das ist... schon eine Gefahr, die ich jetzt hier einfach mal so, also unter den schlechten Dingen, die dann in diesem Jahr so passiert sind. Also es ist ja nicht ein Trend, der dieses Jahr gestartet hat, aber wenn man den Trend sieht, wie es weitergeht, dann geht das schon in diese Richtung und das ist schon eine Belastungsprobe für das gesamte Ökosystem, das da existiert. Ein anderes Ökosystem, was auch dieses Jahr Geburtstag gehabt hat und was... Ein fröhlicher Geburtstag ist an der Stelle, ganz klar, ist der 15. Jahrestag der Apache Software Foundation, die wirklich extrem viel beitragen und ein extremer Fels in der Brandung ist in der Open-Source-Community. Ich glaube, jetzt muss man auch mal die Frage stellen, weil das hat ja auch ein bisschen was mit Nostalgie zu tun. Weiß denn einer überhaupt, warum die Apache Software Foundation Apache Software Foundation heißt? Heutzutage. Ja. Ja, das kommt mit dem Apache als Wort schon mal ganz gut hin und dann kann man ja auch erklären, wo das herkommt. Aber mach mal. Da gab es vorher einen anderen Webserver, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, aber Apache heißt deshalb wie Patch. Also es war am Anfang ein Patch von einem anderes Ding. Das ist ein Patchy Webserver, also es wird gepatcht. Sehr gut, das ist richtig. Und ich dachte immer, es hat was mit Indianern zu tun. So was. So kann man sich irren übrigens, ja, auch als langjähriger Beobachter der Szene.
Interessant ist, dass dieser Apache Web Server eigentlich immer so ein bisschen mehr in der Bedeutung von diesen ganzen Projekten, die die da in ihrer Software Foundation hier betreuen, zurücksteckt. Also ja, die haben ein bisschen Federn gelassen in den letzten Jahren, so durch Nginx und solche Geschichten. Da ist schon ein bisschen was, also diese absolute, totale Marktbeherrschung wie von vor 2-3 Jahren, dann muss man auch wieder sagen, von vor 2-3 Jahren, ja, die ist nicht mehr da. Ja. Ja. Aber trotzdem ist die Apache Software Foundation natürlich mit den ganzen anderen Projekten, die sie hostet, und das ist eine ganze Menge. Also es gibt gerade einen aktuellen Jahresbericht. 345 Open-Source-Initiativen oder Projekte werden von Apache gehostet. Und ich glaube, da steht weiter unten, pro Monat jeden Monat kommen 2 Stück dazu. Und das ist schon wirklich eindrucksvoll, gerade weil Apache eine wirklich gute Infrastruktur für die Projekte zur Verfügung stellt, die auch langlebig und konsistent und verfügbar ist. Ja, also das ist einfach eine gute Struktur. Die haben auch eine vernünftige Organisationsstruktur mit entsprechenden Entscheidungswegen und so weiter. Also das ist an der Stelle ein wirklich guter Kurator für freie Software. Okay, also bleibt uns eigentlich nur zu sagen, vielen Dank Apache für diese tolle Arbeit, die ihr im freien Software- und Open-Source-Umfeld geleistet habt. Und hoffentlich die nächsten 15 Jahre. Ne? 15 Jahre. Ja, jetzt habe ich vergessen, wer das ist. Weiß jemand, wer das ist? Das ist so ein Musiker. Das ist ein Musiker. Oh Gott, das ist aber peinlich. Ja. Wagner. Genau. Also, war das nicht der von der Pizza? Ja. Haha. Das ist, das werdet ihr gleich sehen. Ja, das ist ein Aspekt dessen, womit das Ganze zu tun hat. Und zwar, da gibt es im Moment einen ganz, ganz heftigen Streit zwischen einem Museum und der Wikipedia. Also eigentlich müssten wir das Bild so zeigen, weil ein Museum gesagt hat, das Bild gehört uns. Und das dürft ihr gar nicht zeigen, und zwar nirgendwo und gar nicht. Und bitte hier 1.000 Euro überweisen an dieses Konto, bitte. Und das haben die wohl nicht nur mit einer Website gemacht, die dieses Bild gezeigt hat, sondern mit ganz, ganz vielen Webseiten. Den Text, den man da gerade sieht, ich hoffe, man kann ihn einigermaßen lesen, das ist übrigens der Text, der im Moment auf Wikipedia angezeigt wird, unter dem Bild. Und Wikipedia, muss man sagen, ist auch eine Organisation, wo ich sage, ja, die lassen sich das alles nicht bieten. Denen war es nämlich gerade mal scheißegal, was die da gesagt haben, haben diesen Text runtergepackt und haben gesagt, egal, zeigen wir trotzdem. Und die Argumentation des Museums ist es, dass das Bild zwar gemeinfrei wäre, dass aber das ein Foto anfertigen von dem Bild so aufwendig wäre, dass das wiederum eine eigene Leistung wäre und deswegen wäre das alles irgendwie gehört ihnen. Sie erlauben natürlich nicht, dass man selbst Fotos macht im Museum. Nee, das wäre ja zu einfach, oder? Ja. Geld, Einnahmen für jede Reproduktion, die in so einem Bildband erscheint. Für jede Abmahnung, die bezahlt wird. Kriegen die richtig viel Geld. Ja, also so richtig, ich meine, das ist ja nicht der erste Fall. Es gibt ja schon ganz viele von diesen Fällen. Und jetzt gerade mit dieser Panoramafreiheit ging das jetzt auch wieder hoch, ja, dass man am besten in Potsdam irgendwie seine, wenn man nach Potsdam fährt, lässt man am besten seine Kameras zu Hause. Aber damit man nicht zufällig an der Straßenecke ein Selfie macht und schon irgendwie dann eine Abmahnung einkassiert, wenn man das auf Facebook postet. Aber kannst du mir nochmal sagen, welches Museum das war? Das steht hier drinne. Das Reis-Engelhorn-Museum in Mannheim. Ja, okay. Wäre schon mal interessant nachzuprüfen, ob das irgendwie ein öffentliches Museum ist oder ein privates, weil wenn das ein öffentliches Museum ist, ist es ja eigentlich noch unverständlicher. Ist das Foto ja auch mit öffentlichen Geldern gemacht worden. Naja. Dafür kann man bestimmt subventioniert ins Museum gehen dann. Naja, also solche bizarren Auswüchse, ja, hat man halt immer wieder. Und das, ja, was soll man dazu noch sagen irgendwie? Ja, ja, ich glaube, das wird noch uns ein paar Jahre hier begleiten, solche Auswüchse, weil wir sind noch nicht so richtig in dem, wie heißt das so schön, Neuland angekommen in allen Bereichen. Und da gibt es gute Bücher über Remix-Kultur und so weiter, dass man einfach solche Werke eben auch braucht, um Neues zu schaffen. Also ich meine, wir haben das ja in unserem Vortrag hier drin. Was wäre, wenn dieses Foto nur so aussehen würde in unserem Vortrag? Das wäre zwar sehr witzig, aber wahrscheinlich nicht im Sinne von denen, die darüber einen Vortrag machen.
Ja, wir haben ja auch jedes Jahr wieder so eine alte Bekannten, der leider immer, das Gesicht wechselt immer mal wieder, aber es ist immer noch immer der BlackBerry-CEO, ja, der in unserer wiederkehrenden Serie bizarre Zitate von BlackBerry-CEOs irgendwie vorkommt. Und er enttäuscht uns bisher nicht. Nee, also auch egal, Jahr, wer da sitzt, es gibt jedes Jahr ein auch wunderschönes Jahr, Zitat, das man bringen kann. Auch dieses Jahr wurde wieder pünktlich hier zur Frostcon abgeliefert. Also der aktuelle, ich muss jetzt mal kurz gucken, wie der heißt, weil die wechseln ja so oft, John Chen. Der aktuelle BlackBerry-CEO hat irgendwie ein Interview gegeben und hat da diesen Text hier in diesem Interview zum Besten gegeben. Es ist jetzt relativ kompliziert, ich will ihn gar nicht vorlesen. Ich fasse das mal zusammen, wie die Presse das gesehen hat. BlackBerry-CEO denkt, dass Netzneutralität bedeutet, dass Apple auch Apps für BlackBerry machen sollte. Das ist tatsächlich seine Meinung gewesen, dass er sagt, ja, ein diskriminierungsfreier Zugang zu Infrastruktur bedeutet auch, dass alle Apps auf allen Plattformen irgendwie portiert werden müssen. Also sollte doch bitte mal Apple iTunes auf BlackBerry portieren. Ja, ja eine. Ja. Oder zumindest die Office-Produkte, die es für Android gibt und für Windows 10 und so weiter. Ja. Ja, da gab es noch ein paar weitere seltsame Aussagen im Interview, das kann ich wirklich nur empfehlen. So viele Sachen wollten wir gar nicht machen, weil wir wollten uns nicht so lange damit aufhalten, aber da sind ganz, ganz viele tolle Dinge drin, die er da so erzählt. Tja, also, naja, aber gut. BlackBerry und Microsoft sind jetzt auch wieder Freunde, habe ich gehört. Ja. Naja. So, ja, nochmal, weil wir bleiben weiter im Mobilbereich. CyanogenMobile. Hat ja auch was eigentlich mit BlackBerry zu tun. Hat ja eigentlich auch was mit BlackBerry zu tun. Zumindest im gleichen Bereich tätig. Ja. Aber jetzt kommt gleich der Unterschied. Es hat auch gleich noch was anderes damit zu tun. CyanogenMobile als Open Source Android Distribution, kann man so im weitesten Sinne sagen, hat aktuell 50 Millionen Benutzer und das sind mehr Benutzer als BlackBerry und Windows Phone Nutzer zusammen. Und das ist schon. Ja, da bin ich mal gespannt, was der BlackBerry-CEO dazu sagt. Das werden wir dann nächstes Jahr sehen. Aber da muss ich auch nochmal eine kritische Frage loswerden. Was war denn da in Indien los? Mit, ja, das habe ich auch one nicht. One-to-one und so weiter? Das war meiner Meinung nach ganz schön böse. CyanogenMobile hat als Firma einen Vertrag gemacht mit einem indischen Carrier, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und hat denen exklusiv CyanogenMobile-Updates zur Verfügung gestellt, beziehungsweise also es sollte für die Nutzer dieses Carriers in Indien exklusiv die CyanogenMobile-Updates geben, was dann dazu geführt hat, dass die OnePlus-Benutzer in Indien einfach keine Updates mehr bekommen haben. Ja, also das heißt, man hat halt einfach die quasi abgedreht und gesagt, okay, ihr habt euer OnePlus für Indien gekauft oder in einem indischen Laden gekauft, ihr bekommt jetzt keine Updates mehr, weil wir dürfen die leider nicht mehr vertraglich für euch ausliefern. Das ist natürlich. Liegt das nur an der geografischen Position? Also wenn ich jetzt in Indien bin, kriege ich keine Updates? Gibt es bestimmt einen ganz fiesen, ganz gemeinen Mechanismus, wie das irgendwie funktioniert. Und wenn der Inder über die Grenze nach Bangladesch fährt, kriegt er die Updates? Ja, Update-Tourismus sozusagen. Ja. Also so richtig nachvollziehen konnte ich das nicht und vor allem, das widerspricht ja alles von den Zielen, mit denen CyanogenMod gegründet worden ist. Es ging ja hier einen diskriminierungsfreien Zugang zu dem Android-Betriebssystem zu schaffen und also so richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Aber da haben wir genau dieses Problem mit der Fragmentierung, die wir auch am Anfang schon mal hatten. Die Fragmentierung beschränkt sich ja eigentlich gar nicht auf technische Sachen, sondern insbesondere auch auf sowas, dass da jeder, der in der Kette irgendwo beteiligt ist, irgendwie seine Finger drin hat. Ja? Also jeder Carrier, also wir reden ja hier nicht von demjenigen, der das Telefon baut oder die Software baut, sondern von demjenigen, der dieses bescheuerte Mobilfunknetz betreibt, wo sich dieses Telefon einbucht. Ja? Warum muss der irgendwas auf diesem Telefon in der Software oder sonst wo rumfunktionieren? Das also sind Sachen, die ich einfach nicht begreife und die das Ganze natürlich extrem komplex machen, den ganzen Prozess. Und das ist genau dann die Ursache für irgendwelche ganz furchtbaren Security-Probleme damit. Ja, weil man sieht das ja bei den Android-Updates, dass wenn zum Beispiel hier, ich hab irgendwie ein Sony-Telefon von T-Mobile, ja, da muss dann nicht nur Google ein Update bereitstellen, sondern das muss erstmal dann zu Sony gehen, dann müssen die das irgendwie durch ihre Prozesse durchwursteln. Dann geht es zu T-Mobile, weil das ist ein
T-Mobile, Android, Sony Bild, ja, und dann müssen die das durch ihre Prozesse durchwurzeln und bis das dann mal am Endkunden ankommt, ist einfach Katastrophe. Ja. Könnte man jetzt aber dann nicht diesen BlackBerry-Zitat nochmal anpassen? Netzneutralität bedeutet doch, dass so ein Netzprovider neutral den Dienst zur Verfügung stellen sollte, oder? Lass uns das irgendwie mal... Okay, vielleicht meinte er das ja. Ja, vielleicht meinte er das ja. Ja, also CyanogenMod aktuell mehr Benutzer als Windows Phone und BlackBerry zusammen. Wir haben immer einen relativ großen Blog gehabt mit so Games-Sachen und dieses Jahr nicht so super viel. Es ist einfach mittlerweile so viel, dass da passiert im Spielebereich bei Linux, dass es schon fast Normalität geworden ist. Also diverse Engines, hier Cry-Engine gibt es jetzt für Linux, kam jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche raus. Aber vielleicht kann man mal fragen, hat jemand ein aktuelles Spiel unter Linux? Oder anders gefragt, benutzt jemand Steam unter Linux? Ah, ganz viel. Also hier ist der Anteil auf jeden Fall deutlich höher. Denn die aktuelle Statistik sagt von Steam sagt, dass 0,98% der Nutzer Steam mit Linux benutzen. Und das geht doch noch mehr, oder? Also das muss aber noch ein bisschen mehr werden. Also jetzt würde man sich natürlich fragen, genau diese Diskussion hatten wir ja auch, ja, warum macht Valve das? Also ich meine, für 0,89%, das kann sich doch irgendwie nicht lohnen. Ja? Und warum machen diese ganzen Spielehersteller das? Die portieren ja auf den Teufel komm raus im Moment Spiele auf Linux. Also es gibt ja fast jede Woche eine Ankündigung für irgendein Major-AAA-Spiel, das auf Linux portiert wird. Ich glaube, dass es tatsächlich Valve dahinter steckt und dass die drauf setzen, dass wenn jetzt im November, Dezember so die ersten Steam-Boxen rauskommen, die dann mit diesem Steam-Betriebssystem laufen, das auf Linux basiert, auf Ubuntu, dass sie dann Windows auf einen Schlag Marktanteile abnehmen, weil die halt quasi so sagen, kauft ihr irgendwie im Supermarkt irgendwie so eine Box, ja, du musst gar nicht wissen, was da drauf ist, interessiert dich nicht, ja, da sind wir wieder bei dem Closed-Down-System, steckst einfach an deinen Fernseher dran und du kannst PC-Spiele spielen damit. Das ist, glaube ich, die Idee und damit wollen sie den Konsolen wahrscheinlich Marktanteile abjagen und auch Windows-Marktanteile. Und da Gabe Newell, der Chef von Valve, ist ja Ex-Microsoft-Mitarbeiter und hasst Microsoft bis aufs Blut. Ja. Ja gut, musst du wahrscheinlich auch erklären, warum du das vermutest. Ja, Gabe Newell hat ein Interview gegeben, das ist allerdings nicht dieses Jahr gewesen, sondern schon letztes oder vorletztes Jahr, wo er gesagt hat, dass diese Tendenz, die Apple angefangen hat mit den monolithischen Shops, dass also eine Plattform mit einem Shop verbunden ist und dass man Software halt nur aus diesem Shop rauskommt und damit halt unter Kontrolle von einem Anbieter ist, nämlich dem Betriebssystemanbieter, dass das eine Tendenz ist, die er halt für alle, auch für die Desktop-Betriebssysteme sieht. Und das hat Apple angefangen und er aus seiner Sicht würde Microsoft das jetzt konsequent durchführen. Also man sieht jetzt bei Windows 10 zum Beispiel, ist dieser Shop schon ziemlich gut integriert in einem Betriebssystem. Und nach seiner Meinung wird der nächste Schritt sein, dass man halt irgendwann nur noch Windows-Software aus dem Windows-Shop kaufen kann. Und das wäre natürlich fatal für Anbieter wie Valve, die ja eigentlich nichts anderes machen, als quasi einen Drittshop anbieten. Ja. Also das findet er nicht gut, diesen Shop. Es sei denn, dieser Shop würde von ihm kommen. Okay, verstehe. Ja, da muss man mal realistisch bleiben. Ja. Also, ne? Netzneutralität. Ne? Also ich glaube ja, ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich glaube ja, diese 0,9% sind Marketing getrieben. Wenn er seine Steambox irgendwann da herausbringt, ist es besser, wenn man sagen kann, von 0 auf 50%, als von 30 auf 50% oder sowas. Ja, lustig finde ich übrigens auch noch der Anteil von Windows XP-Büchsen da drin. Aber da kommen wir auch nachher nochmal dazu, zu diesem Thema. Was macht eigentlich Alan Cox? Ja, das ist eine gute Frage. Es weiß jeder, wer Alan Cox ist, oder? Nein. Jeder von euch benutzt Software von Alan Cox. Ja. Benutzt. Also Alan Cox war einer der maßgeblichen Beitragenden an den Linux-Kernel. Und was wir letztens ja herausgefunden haben, er hat. Ich suche gerade einen Vergleich zwischen für das Verhältnis zwischen Alan Cox und Linus Torvalds. Fällt aber irgendwie keiner ein, außer USA und Russland. Naja, nicht ganz so krass. Also wo ist er uns da letztens über den Weg gelaufen? Bei irgendeiner Dokumentation über Computerspiele? Ja, genau. Das wusste auch irgendwie keiner. Alan Cox war ganz, ganz früher irgendwie bei einer Computerspielefirma und hat einige von so wirklich auch Bekannten, die mir aber jetzt nicht einfallen, wichtigen Computerspiele entwickelt.
Also so richtig auch nichts Open Source, also und kein Linux und so. Im Großen und Ganzen ein freie Software-Urgestein und netter Zeitgenosse, mit dem konnte man sich echt gut unterhalten und kann sich wahrscheinlich immer noch gut unterhalten. War auch ganz oft auf dem Linux-Tag. War immer eine große Freude. Aber kommen wir zurück, was macht Alan Cox jetzt eigentlich so? Also er hat sich ja irgendwann dann mal ein bisschen gestritten mit den Leuten beim Kernel. Da gibt es auch unterschiedliche Aussagen dazu, ob gestritten oder ob man einfach sich nicht mehr gut fand oder ob das irgendwie alles ganz toll war und so. Aber auf jeden Fall hat er irgendwann gesagt, ich mache jetzt nichts mehr im Kernel, ich mache jetzt andere Sachen. Und er hat sich jetzt, nennt sich jetzt Projekte, wo man wirklich merkt, da hat er, glaube ich, Spaß dran. Und eins der Projekte, mit dem er sich gerade ganz intensiv beschäftigt, ist ein Unix für Z80-Prozessoren. Also wem das überhaupt nicht sagt, was ein Z80-Prozessor ist, das sind die Prozessoren, die in diesen Geräten drin waren oder sind. Also wirklich solche, ich glaube, das sind 8-Bitter, ne? 8-Bit-CPUs, so aus den Mitte, Ende der 70er Jahre, werden heute eigentlich, wenn überhaupt, nur noch im Museum zu bewundern sein. Ja, ich glaube, es gibt auch noch ein paar Embedded-Systeme, die sowas benutzen und so, oder Weltraumfahrt benutzt teilweise auch solche Geschichten. Ja. Aber es ist halt tatsächlich einfach ein Spaßprojekt, glaube ich. Also ich glaube, das weiß er auch selbst, dass das ein Spaßprojekt ist, aber der Quellcode ist auch nett zu lesen. Kann man sich mal angucken. Gibt's auf GitHub. Man merkt die Freude, die er daran hatte, das zu schreiben. Ja, D wie Drohne. Da gibt's eine riesige Entwicklung. Ich glaube, letztes Jahr hat noch keiner dran gedacht irgendwie, aber mittlerweile fliegen diese Dinger überall rum. Ja. Und sind auch extrem günstig anscheinend zu produzieren, weil heutzutage kann man irgendwie eine Drohne für 20 Euro irgendwie kaufen, ja, in China. Und ganz, ganz viele von den etwas schlaueren Drohnen, das hier ist die Bebop von Parrot, die laufen mittlerweile auch unter Linux. Also auch da, mit Linux auf dem Desktop haben wir irgendwie noch nicht geschafft, aber überall anders, auch in der Luft. Überall läuft Linux. Es gibt eine Drohne jetzt, die unter Ubuntu läuft. Die Bebop-Drohne läuft, glaube ich, mit einem modifizierten Debian. Und das Schöne daran ist, dass da diese Kultur der Geschlossenheit noch nicht so wirklich da ist. Also diese Drohnen sind auch wirklich alle offen und man hat Rootrechte auf diesem System, was sich mit beschäftigt und kann die entsprechend umprogrammieren. Da gibt es ganz, ganz tolle Homebrew-Projekte dafür, was man damit machen kann. Auch ganz, ganz schräge Sachen und sowas. Also das ist ein tolles Hobby, muss man ganz klar sagen. Also ich bewundere ja die Kreativität, die man da reinstecken kann, und befürchte so ein bisschen die Ergebnisse, die da rauskommen. Also Ich stelle mir das so ein bisschen vor. Auf der einen Seite hast du dann hier die Drohnen der Paparazzi, die irgendwie die Promis hier nachspielen möchten. Und dann steigen die Drohnen der Promis hoch, um die Paparazzi-Drohnen irgendwie abzufangen. Ja, Nils hat uns vorhin erzählt, genau bei dem Thema, als wir das hatten, hat Nils uns vorhin erzählt, es gibt jetzt eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Drohnenabwehr zu bauen. Also irgendwie Drohnenabwehr-Drohnen. Ja. Also. Das ist wahrscheinlich geheim. Gibt's da nicht so einen Lizenzpassus irgendwie? Nee, bei Microsoft gibt es einen Lizenzpassus, dass es nicht in Atomkraftwerken oder sowas eingesetzt werden darf. Ja. Besser so, sagt Martin. Aber ich stelle mir das gerade so vor, also so Homebrew-Mini-Patriot-Raketen, die andere Drohnen abschießen und so. Das ist ja auch. Ja, gut. Da muss man aber noch selbst zielen. Ja, aber die Idee war ja, dass man ein Gerät baut, das diese Drohne automatisiert erkennt und dann den Trigger von dem Luftgewehr automatisch abschießt. Also es geht ja hier darum, nicht, dass du da irgendwie mit einem Fernglas 24 Stunden am Tag vor deinem Fenster verbringen sollst, sondern das soll ja hier mit gleichen Waffen. Also aber ja. Aber nochmal zurück, also man kann damit auch sehr viel Spaß haben, sag ich mal. Und das ist auch ein tolles Hobby, wo man tatsächlich auch als Entwickler-Nerd wirklich mal auch auf die Straße gehen kann und muss. Aber diese Drohne hier, die fliegt autonom, oder? Diese Bebop-Drohne hier, die unter Debian läuft, die fliegt tatsächlich komplett autonom, wenn man das möchte. Kann dann in einer Software, die dann halt auch eine offene API hat, es geht über so eine Restschnittstelle, kann man quasi Wegpunkte angeben und diese Wegpunkte fliegt die Drohne quasi ab. Ja. Alternativ kann die auch, hat auch so einen Folgemodus, dann folgt die einfach demjenigen, der das Telefon in der Tasche hat. Ja, die bauen ein eigenes WLAN auf. Ja. Ja, also klar. Naja.
Ja, ja. Ja, also von Sicherheit müssen wir da, glaube ich, gar nicht reden bei diesen Dingern im Moment. Also, es sind aber auch Hobbygeräte insofern. Ich glaube, da ist die Akkulaufzeit noch ein Problem, sag ich mal. Ja, jetzt, das ist eine tolle Idee. Da müsste man jetzt mal sich drüber nachdenken. Ein Freifunknetzwerk mit fliegenden Drohnen, die sich selbst meshen. Ja. Nächstes Jahr machen wir darüber einen Vortrag. Okay. Also hier, die Challenge ist da. Wer das als erstes baut, wir berichten nächstes Jahr. Ja, weiteres Thema. Ja. Wir sind jetzt bei D. Ich glaube, wir müssen ein bisschen beeilen, sonst sind wir hier, sonst verpassen wir das Grillen nachher. Oder die Schlange ist noch nicht mehr so lang, was auch nicht schlecht ist. Gut, dann machen wir es ein bisschen schneller. Docker. Docker, sehr, sehr wichtig. Sehr viel Geld in die Firma reingeflossen. Wer sitzt hier alles, nur mal so als Frage, weil letztes Jahr war das, haben wir das, glaube ich, auch schon mal gefragt, da war es nicht so viel. Wer setzt hier alles Docker ein, beruflich? Nee, privat auch. Wer setzt es ein? Das sind doch schon einige. Es wird mehr. Ja, es wird mehr. Das ist ja auch ein cooles Konzept, muss man ganz klar sagen. Ja. Bin noch nicht so überzeugt, aber ich sehe die Vorteile. Das Lustige ist, wenn man mit verschiedenen Leuten darüber redet, das ist, also aus meiner Sicht ist Docker ja quasi das Hilfsmittel oder das technische Hilfsmittel oder ein wesentliches technisches Hilfsmittel für so Konzepte wie DevOps zum Beispiel. Ja. Ja, okay. Und aus meiner Erfahrung gibt es Leute, die Entwickler, die sind da meistens total glücklich drüber. Ja? Entwickler finden das super, weil müssen sie nicht jedes Mal wieder einen Admin fragen, um irgendwie mal eine Datenbank hochzufahren oder sowas. Die Admins finden das alle blöd. Ja, ich weiß nicht, ob da irgendwie dann doch nochmal vielleicht so ein, also das ist zumindest meine Erfahrung, ich weiß nicht genau. Ist jemand hier Admin und findet Docker super? Nur einer. Ja, also ich habe bei uns in der Firma immer die Diskussion über, ob wir jetzt Docker einsetzen wollen, und es gibt immer die gleiche Diskussion über Security und Update Policies und sowas. Dabei setzen mittlerweile, jetzt gibt es auch, habe ich Gerüchte gehört, dass auch größere Distributionen oder Distributoren jetzt für ihre Plattform Docker einsetzen wollen und traditionelle Paketmanagement-Systeme unter Umständen dafür gar nicht mehr in Frage kommen. Also, dass man halt keinen JBoss mehr installiert per RPM oder Debian-Package, sondern dass den JBoss einfach über ein Docker-Image auf einem Basissystem installiert. Ja, das scheint jetzt auch langsam in die Distributoren einzusickern. Ja. Und die haben natürlich unfassbar viel Geld gekriegt, Docker. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe inständig, dass sie von diesen 30 Millionen, die sie bekommen haben, auch mal ein bisschen was in die Software stecken noch, weil da fehlt doch noch ein bisschen was, fehlt da noch, finde ich. Also ich glaube, der Großteil geht ins Marketing, sonst kriegst du nicht das nächste Geld. Ja. Okay. Das fürchte ich ja auch. Ja, Enlightenment wurde geforkt. Oh, erstens Frage, wer kennt noch Enlightenment? Kennen doch mit Sicherheit alle, weil das haben wir letztes Jahr in unserem Vortrag gehabt und vorletztes Jahr und so. Ja, und, weil Desktop ist wichtig, habe ich doch schon mal gesagt. Ja, ja, E17, also die Version E17 von Enlightenment hat irgendwie 10 Jahre gebraucht, Entwicklungszeit. Genau. Und dann kam irgendwie ganz schnell E18 und E19 und sowas, und Enlightenment wurde jetzt geforkt mit der Begründung, die Entwicklung geht zu schnell. Ja, gibt es tatsächlich einen Fork, der heißt Moksha Desktop. Basiert auf Enlightenment 17, also E17. Und der Gründer hat gesagt, das ist ja alles totaler Mist. Wir haben das, also nach E17 wurde es nur noch schlecht und das geht ja alles viel zu schnell und so. Lass uns das doch wieder so machen, alle 10 Jahre ein Release. Wobei, wir müssen ja wirklich nochmal hier erwähnen, warum wir jedes Jahr Enlightenment drin haben, weil Enlightenment hat, als es angefangen hat, revolutionäre Ideen auf den Desktop gebracht. Da war kein anderes Betriebssystem so weit, um das hier zu zeigen mit den Grafikeffekten und so weiter. Ja, und vor allen Dingen, ich kann mich da noch gut dran erinnern, man hat sich damals über Sachen irgendwie gefreut, wie ein kleines Schulkind, ja, wo man heute sagt so, ach du Scheiße, ja. Ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwie, glaube ich, Tage hingebracht haben, um irgendwie das so zu bauen und hinzubekommen, dass die Fenster Schatten hatten.
Ja, und Fensterdekorationen. Ja, genau. Oh, dass man verschiedene Fensterdekorationen machen konnte, der Rand irgendwie mit Transparenzen und so, das war total toll. Nee, also bahnbrechende Leistungen, da haben sich mit Sicherheit viele was abgeschaut und das war Pionier. Der Entwickler von Enlightenment, Rasterman, der war, glaube ich, auch mal auf dem Linux-Tag, oder? Ja. Ja. Der hat immer gesagt, na, wenn irgendwie so eine neue Enlightenment-Version ansteht, ich habe da meinen eigenen Entwicklungsstil, ich schmeiße einfach den kompletten alten Code weg und fange bei Null an. Ja, weißt du auch warum? Erzähl. Weil er sagte, sein Code war so optimiert, dass er das 2-3 Jahre später nicht mehr verstanden hat, was er da geschrieben hat. Und deswegen ist es einfacher, wieder von Null anzufangen. Heute nennt man das übrigens Scrum. Ah, auch ein Pionier sozusagen. Also der hat maßgeblich hier ganz viele Sachen vorangetrieben. Ja, EE wie EU. Die EU hat ihre Open Source Policy angepasst dieses Jahr. War auch gerade vor kurzem, vor einem Monat oder sowas. Und hat jetzt tatsächlich auch aufgenommen, dass man als EU-Projekt als auch Upstream committen darf. Da habe ich gesagt, was? Wie? Das war nicht drin? Okay. Dann war die Open Source Policy von der EU, wir konsumieren einfach nur, aber geben niemals zurück. Gut. Also, ja, also. Anscheinend ist das irgendwie kompliziert, wenn man da für die EU irgendwie Software schreibt und die dann irgendwie Upstream geben will, dann ist das irgendwie lizenztechnisch total fies und so und gemein und das haben sie jetzt irgendwie geändert. Schon einen Schritt weiter als Amazon, richtig? Ja. Haben die wahrscheinlich schon drüber angefangen nachzudenken, wie sie das formulieren, als Amazon gerade gegründet wurde. F wie Flash. Das gibt's noch, ja. Und lustig fand ich dieses Logo, weil dieses Logo sieht so aus, als ob es explodieren würde. Echt, wie das passt, ja. Also, wer es nicht mitbekommen hat, oder das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, Flash hat so ein paar kleinere Security-Probleme. Manchmal, gelegentlich. Und wird deswegen sehr intensiv eingesetzt und weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob das gibt es da überhaupt noch eine wirklich sinnvolle Weiterentwicklung? Ich glaube nicht irgendwie so richtig. Aber ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wir können das aber ganz kurz machen hier. Ja. Also es gibt da eine Bewegung Occupy Flash, die angespornt von dem Facebook-Sicherheitschef gesagt hat, wir möchten gerne, dass Flash irgendwie ein finales Enddatum erhält. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Da gibt's doch Verschwörungstheorien, oder? Facebook möchte doch mit Sicherheit Flash weghaben, weil sie als einziges dieses F als Logo haben wollen, oder? Ja, Fedora ist auch so ein Kandidat, ja. Wahrscheinlich ist das eine Verschwörung. Ja. Aber jetzt ernst, das Problem bei Flash ist halt, dass ganz, ganz viele Firmen und Unternehmen halt noch wesentlich von Flash abhängen. Also ich selbst, wir benutzen für bestimmte Konzeptgeschichten auch Anwendungen, webbasierte Anwendungen für zum Beispiel Mockups zu bauen oder sowas, die halt komplett auf Flash aufbauen. Und das ist halt, das zeigt mal wieder, dass man irgendwie halt, dass es halt ein echtes Problem ist, wenn man auf proprietärer Software so Geschäftsmodelle aufbaut, weil dann kann es halt sein, dass irgendwann diese Basis einfach irgendwann weg ist und man dann halt irgendwie vor dem Problem steht, dass man irgendwie 10 Jahre oder noch länger in der Entwicklung von der Software gesteckt hat, für die es einfach keine Plattform mehr gibt. Und zwar von einem auf den anderen Tag vielleicht. Ja, also der Facebook-Sicherheitschef fand ich da sehr lustig. Der hat irgendwie gesagt, und wenn es auch 18 Monate dauert, um das dann auszuphasen, ja, das muss jetzt mal gemacht werden. Ja, wenn man irgendwie so eine Firma wie Mockflow ist oder so, die jetzt irgendwie 10 oder 12 Jahre in die Produktentwicklung gesteckt hat, die hat natürlich dann gesagt, wie 18 Monate, wie wär's mit 18 Jahren? Ja, das ist halt ein echtes Problem für die. Weil die sitzen einfach darin fest. Und deswegen, glaube ich, wird es das in naher Zukunft erstmal nicht geben. Bin ich mir relativ sicher, ja. Also. Ja, also ich glaube, war das nicht derselbe Talk, wo auch über den Adobe Reader geredet wurde? Es gab irgendwie noch, ich war mal in einem Vortrag, da wurde über den Adobe Reader, also noch so ein paar lustige Produkte von Adobe, der hat irgendwie mehr Codezeilen als Windows NT oder sowas, ja, der Adobe Reader alleine. Weil das Produktmanagement da immer zu den Entwicklern rennt und sagt, hey, ich glaube, es ist eine total gute Idee, wenn wir Video abspielen können in PDF. Lass uns doch mal einen Videoplayer in den Adobe Reader einbauen. Am nächsten Morgen kommt einer und sagt, ich bin irgendwie der Ansicht, 3D-Files sollten wir unbedingt in PDFs einbetten können. Lass uns doch mal einen 3D-Viewer in PDF einbauen. Und so ist dieser PDF-Reader irgendwie unfassbar riesig geworden und hat da auch entsprechend viele Security-Bugs. Ja.
Ja, klar, natürlich. Der ist natürlich komplett auch da drin, ja klar. Ja. Also, ja, krasse Sache. Unsere Freunde von der FSF haben dieses Jahr ihre High-Priority-Projektliste ergänzt oder erweitert oder aktualisiert, wo ich jedem mal raten kann, mal reinzugucken, weil das wirklich interessant ist, was die FSF so an strategisch wichtigen Projekten sieht. Und das ist halt eine Liste von nicht nur von Projekten oder von Dingen, die jetzt schon als Projekt existieren und sozusagen gefördert werden sollen, sondern da sind auch prinzipielle strategische Ziele drin, wie zum Beispiel freie Videocodecs oder sowas wie Netzwerkrouter mit einem offenen BIOS, solche Geschichten. Also sind auch strategische Ziele definiert. Sind auch ein paar Sachen, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann, aber da gibt es bestimmt eine gute Begründung für, zum Beispiel diese OpenDWG-Bibliotheken, die da irgendwie ersetzt werden sollen, oder diese Oracle Forms-Geschichten, das kommt mir doch eher sehr spartenmäßig vor. Das hier sind jetzt die Oberpunkte, da kann man jeden, auf der Website kann man jeden Punkt nochmal aufklappen und sieht dann noch einzelne Projekte. Insgesamt sind das, glaube ich, an die 70 Projekte oder 70 Einzeltasks, die die da drin haben in der Liste, finde ich also sehr interessant. Also das, wenn man sich, da kann man auch so als Aufforderung verstehen, wenn man sich irgendwie engagieren will in der Open-Source-Bewegung, wirklich was bewegen will, ist diese Liste bestimmt ein guter Anlaufpunkt, mal zu gucken, gibt es da irgendwas, was mich vielleicht interessiert, wo ich vielleicht was beitragen könnte. Also interessant finde ich, auf den ersten Blick sehe ich oder vermisse ich GNU Herd. Kein strategisches Produkt mehr? Das ist ernsthaft? Aber traurig. Das haben wir gar nicht in unseren Folien drin. Krass. Ich kann mich noch erinnern, ich kann mich dann... Naja, also ich finde hier zum Beispiel bei der Video-Editier-Software, da ist doch einiges passiert. Da gibt es auch jetzt mittlerweile richtig coole Sachen. Ja, die Frage ist, ob es durch Steuerung von der FSF... Gut. Also ich meine, die Free Software Foundation macht echt gute Arbeit, um freie Software zu promoten und dafür zu sorgen, dass die Lizenzen und so weiter auseinander sortiert werden und darauf achten, dass hier kein Wildwuchs passiert und so weiter, und schöne Hilfestellungen zu geben, welche Kompatibilität unter den Lizenzen da ist. Da machen die wirklich gute Arbeit, aber so strategisch in der Programmsteuerung waren die in den letzten Jahren nicht so präsent, sage ich mal so. Aber die sind natürlich trotzdem extrem wichtig. Also ich halte die FSF für eine der wichtigsten Organisationen in dem Bereich überhaupt. Ja, weil sie das Korrektiv für die ganzen Entwicklungen hier sind. Und außerdem kann man mit den Jungs super Partys feiern. Solange es eine Free-Software-Party ist. Die Anekdote dazu gibt es dann mal nachher beim Bier. Ja, G. Die Schweizer Regierung hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Schweiz keine Open-Source-Software machen kann, weil sie damit private Firmen behindern würde. Irgendwie habe ich da irgendwie das noch, also ich glaube, die haben es nicht wirklich irgendwie verstanden oder so. Hindert ja keine kommerzielle Firma dran, auch die freie Software einzusetzen. Aber gut, das übliche Problem, was ja immer schön irgendwie angeführt wird. Mhm. Ja. Also, kommt jemand aus der Schweiz? Naja, ganz, also genau diese Argumentation gab es ja auch schon in Deutschland. Ja, oder gibt es ganz oft in Deutschland. Die gibt es auch teilweise, habe ich auch schon erlebt, bei Unternehmen intern. Ja, und zwar zwischen Abteilungen gab es das schon. Habe ich das schon mal gehabt. Ja, G, wie Geeks Phone. Hat jemand ein Geeks Phone hier? Oder hat schon mal eins gehabt? Ich habe eins zu Hause. Ich habe genau das, was da links unten, was man leider nicht mehr so gut sehen kann. Ich habe dieses Firefox OS-Telefon. Geeks Phone hat angekündigt, dass sie jetzt keine Hardware mehr herstellen wollen, leider. Aber das ist halt auch, also ich sag mal, Hardware herstellen ist halt auch echt problematisch. Ich meine, kannst du dich noch erinnern, als wir damals das erste OpenMoko in der Hand hatten, die beim Linux-Tag auch einen ganz großen Stand hatten,
die haben irgendwie, also der OpenMoko-Mann meinte irgendwie so, okay, wenn man solche Sachen herstellen will, dann gibt es immer solche Listen von den Herstellern, von den Hardware-Herstellern, da stehen da hinten dran immer lustige Zahlen und dann oben drüber steht irgendwo dann immer in 1000. Ja, so Mindestmengen, die man da so bauen muss und so. Und das sind halt Invests, die extrem hoch sind. Und dann ist es halt auch so bei Hardware, das ist halt keine Software, das heißt, man kann keine Patches nachliefern. Und wenn man da einen Fehler macht, dann ist das halt echt fatal. Und das ist ja genau damals bei dem OpenMoko auch passiert, bei dem ersten. Da gab es ja, die haben ja eine relativ große Auflage gebaut von diesen Telefonen. Das waren diese Dinger, die aussahen wie so Duschtuben irgendwie. Mhm. Ja. Und die hatten dann den Hardware-Defekt und das war ganz schön bitter für die Jungs. Ja. Ja. Also Hardware bauen. Jetzt mal ganz kurz gefragt, wenn Geekphone keine Hardware mehr baut und Software vorher auch nicht ihre Domäne war, was machen die dann? Keine Ahnung. Gut, okay, nächste Folie. Weiß ich nicht, was macht ein SCO gerade so? Ja. SCO, Patentklagen. SCO, der Rechtsstreit zwischen SCO und IBM wird weitergeführt. Doch, gab es letzte Woche eine Meldung, haben wir das eigentlich hier drauf? Haben wir leider nicht drauf, aber wir haben mal nachgeguckt, das haben wir deshalb nicht drauf, weil SCO Deutschland nicht mehr existiert. Nee, SCO Deutschland existiert nicht mehr. Wir hatten ja damals vom Linux-Tag eine einstweilige Verfügung gegen SCO Deutschland, dass sie nicht mehr sagen dürfen, dass Linux ihnen gehört. Und derjenige, den wir damals irgendwie als SCO Deutschland Geschäftsführer ausfindig gemacht hatten über Handelsregister und so, der arbeitet jetzt bei der Nachfolgeorganisation. Und man hat jetzt auch tatsächlich ein Bild. Das war immer so ein bisschen nebulöse Gestalt, die irgendwie einmal da und einmal da gearbeitet hat und immer da, wo unsere Abmahnungen eingegangen sind, hat er gerade nicht gearbeitet. Das ist auch eine lange Geschichte gewesen. Ja, Keith Packard wechselt von Intel zu HP. Also Packard wechselt zu Packard. Keith Packard ist einer der Kernentwickler von X-Free gewesen, ist dann zu X-Org, glaube ich, gewechselt. Ja. Mhm. Gab ja da so ein, also um das mal ganz kurz zu machen, das stürmisches ist, Auseinanderleben, sag ich mal. Die Grafik, Mr. Grafik auf den freien Desktop-System. Ja. Also ein wichtiger Mann gewesen bei der X-Free-Entwicklung und war ganz, ganz lange bei Intel und ja, ist jetzt bei HP. Wird da, glaube ich, was machen, was gar nichts mit X-Free oder mit irgendwelchen Grafiksachen zu tun hat. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, der war aber auch nie auf dem Linux-Tag oder auf dem Frostcon, oder? Nee. Aber wer ganz oft auf dem, auch nicht auf dem Linux-Tag war, wer ganz oft auch nicht auf dem Linux-Tag war, ist Joey Hess. Der ist auch leider bei Debian ausgestiegen. Auch ein wichtiger Mann bei Debian, der Maintainer von DebHelper, war auch bei einer Debian-Organisation ganz wichtigen Positionen und so. Und bei uns vor allen Dingen auch, wir haben auch oft mit ihm konferiert, aber wir haben ihn die ganze Zeit mal verwechselt mit unserem Linux-Tag Joey, der auch bei Debian war. Ja, der ist leider ausgestiegen, war auch nicht so eine schöne Episode, hat eine Mail geschrieben, dass er die Debian Constitution als toxisches Dokument ansieht und dass das nicht mehr die Organisation ist, in die er 1996 eingestiegen ist. Ja. Wollen wir trotzdem hier nochmal erwähnen, dass Debian wichtig ist für die gesamte freie Softwarewelt und, ja, und also wenn man es irgendwie unterstützen kann, um das Ganze hier zu kompensieren, sollte man sich überlegen, wie man das denn unterstützen kann. Konflikte gibt es halt immer und gibt auch immer Leute, die dann aussteigen und es ist halt so. Auf der anderen Seite ist Debian halt wirklich auch, muss man auch wie Apache, eigentlich ein Stein in der Brandung. Es ist halt wirklich ein Projekt, da geht es auch teilweise langsam voran, aber die liefern auch einfach unbeeinflusst von irgendwelcher Kritik einfach ihre Qualität ab. Und das ist so wirklich schon den Hut ziehen. Ja, also gab es ganz viel Kritik an dem Release-Zyklus und solchen Geschichten und so, aber man kann immer darauf vertrauen, da kommt einfach gute Qualität raus. Und bei Debian habe ich immer das Gefühl, das ist immer so eine Schwarmintelligenz, die da irgendwie arbeitet. Ja. Harvey Hardware. Dieses Jahr kam ein neuer Raspberry Pi raus. Das ist ein tolles Gerät. Wir haben selbst bei uns ein paar davon zum Testen liegen. Deutlich leistungsfähiger als der erste. Kann ich wirklich nur empfehlen, wer sich damit ein bisschen beschäftigen möchte mit diesen Hardware-Geschichten. Der Raspberry Pi ist eine tolle Sache. Ist extrem viel leistungsfähiger als der erste. Und kann viel mehr, hat auch mehr USB-Ports und so weiter. Tolles Ding. Und hat sich relativ gut verkauft, muss man ja so sagen. Ja, läuft jetzt auch also ohne irgendwelche Abstriche in Linux drauf, ohne dass man irgendwie sich krass einschränken muss beim Window Manager oder so. Ja.
Ja, tolle Sache und irgendwie 40 Euro nur. Hätte man auch vor 10 Jahren irgendwie gedacht, das wird es nie geben. Ja. Und zeigt auch, dass man hier die Kreativität der Leute nicht unterschätzen soll. Wenn man sich sieht, welche wirklich teilweise obskuren, aber auch tollen Projekte damit gebaut werden, von Bewässerungsanlagen, von Heimgärten über irgendwelche... Drohnensteuerung. Abwehrsteuern wahrscheinlich. Drohnenabwehrsteuerung. Genau. Dann kämpft dann so ein Raspberry Pi in einer Drohne gegen einen Raspberry Pi in einer anderen Drohne. Ich glaube, das ist eher einfach gestrickt, dieser Raspberry Pi. Also das ist, glaube ich, dann, da nehmen sich, glaube ich, auch nicht viel vom Arduino. Der Arduino ist ja auch nur eigentlich ein Atmel-Prozessor mit ein paar Widerständen drumherum. Ja, ich glaube, das liegt, also Nils, du hast gefragt, warum die das hinbekommen und Geekzphone nicht. Liegt wahrscheinlich daran, also wenn man sich anschaut, wer das designt hat, das sind Leute, die kommen von Broadwell und die haben das eigentlich schon relativ gut drauf. Ja, und es ist halt kein Telefon, ne? Es ist halt ein Telefon, ja, aber es ist halt ein System-on-a-Chip-System, ja, das halt auch relativ einfach überblickbar ist, ganz klar. Ja. Das ist ja auch, bei rudimentären Elektrotechnikkenntnissen, selbst das verstehe ich noch halbwegs, wie das Ding funktioniert. Ja. Ja. Bei einem Telefon sieht es ja schon schlecht aus, mit den ganzen Radiokomponenten. Ja. Ja. Das kommt noch dazu. Anderes Ding ist gleiche Ecke, Arduino, das ist noch simpler. Also wer sich damit ein bisschen auskennt mit diesen Geschichten, das ist wirklich im Prinzip einfach nur ein Atmel-Prozessor mit ein bisschen Widerstandskram drumherum und ein Quarz. Was ist denn da passiert? Also ich meine, Die haben sich ein bisschen gestritten. Da blickt ja keiner mehr durch, da klagt im Moment Arduino. Gegen Arduino. Gegen Arduino. Also es gibt irgendwie eine Arduino.org-Webseite und eine Arduino-CC-Webseite, die sehen beide offiziell aus, haben aber irgendwie nichts miteinander zu tun und verklagen sich gegenseitig. Ja, so ein bisschen miteinander zu tun haben die schon, weil die einen haben sich dann umbenannt. Das waren die, die das hergestellt haben. Also es gibt die, die diesen Arduino-Chip und das Platinen-Layout designt haben und dann die, die es gefertigt haben. Und das Problem ist dann irgendwie entstanden, als sich der Fertiger auch Arduino genannt hat. Und genau, dann plötzlich zwei Arduino-Hersteller gab oder Firmen gab. Und das Witzige daran finde ich noch, das sind zwei italienische Unternehmen, die sich in Amerika vor Gericht treffen. Ja. Warum? Tja. Na egal. Auf jeden Fall, die streiten sich aktuell. Und tut dem Konzept trotzdem nichts ab, weil es trotzdem eine tolle Sache. Ich finde es auch, es ist Open Hardware, das finde ich auch sehr, sehr lustig, wie abfällig immer über Arduino-Klone gesprochen wird, auch von den Arduino-Leuten selbst. Die sagen immer so, diese billigen Klon-Scheiß-Dinger da und so, aber es ist halt Open Hardware und damit sind Klone nichts Schlechtes. Ja? Und man kann Arduinos mittlerweile in China bei den entsprechenden Verkäufern dort in diversen verschiedenen Bauformen auch kaufen, die auch für ganz andere Sachen vielleicht geeignet sind, also viel kleiner, dann ohne bestimmte, also mit einem Low-Power, also keine Extras drin und so, kein USB-Port und sowas. Also ich finde, dass gerade dieses Ökosystem, was sich da gebildet hat, auch mit diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Klonen, ist eigentlich genau das, was eigentlich so reizvoll ist an diesem Arduino-Ökosystem. Ja? Und auf der anderen Seite darf man jetzt auch nicht irgendwie die intellektuelle Fähigkeiten, die da reingesteckt haben, in das Ding zu designen, auch nicht überbewerten. Ja? Da ist, glaube ich, viel mehr Marketing-Brain reingeflossen als technisches Brain. Das ist wirklich technisch sehr, sehr simpel, das Ding. Der wirkliche Brain sitzt in diesem Chip. Ja? Also, und der ist eingekauft. Ja? Also das ist jetzt auch nicht so, wie gesagt, es gibt auch tatsächlich Anleitungen, wie man nur mit diesem Chip und 3 oder 4 Bauteilen sich das Ding selbst zusammenbasteln kann. Ja, noch was von der Open Hardware Front, das hast du gefunden. Ja, das ist ein sehr witziges Gerät. Wer hat denn schon mal Ostereier bemalt und fand das dem 200. Stück sehr langweilig? Jetzt kann man das automatisieren. Durch dieses wunderschöne Stück offener Hardware, also Open Source Hardware, Eggbot. Der Eggbot. ist es jetzt mit einem wenigen Einsatz von ein paar Euros, ungefähr 219 oder sowas, aber das sollte sich jeder mal überlegen, ob es ihm nicht wert ist. Als Bausatz, man kann es natürlich auch komplett selbst bauen, wenn man möchte. Ja, ja, in der Lage, beliebig viele Eier bemalen zu lassen und die Muster kommen aus Inkscape, werden dann darüber geladen und dann
ab geht's mit dem Ei in den Eggbot und wunderschöne individuell gestaltete Eier. Ich stelle mir gerade so ein Ei mit dem DCSS-Quellcode vor oder so. Ja, oder dem Linux-Kernel-Quellcode drauf gemalt. 1.0 könnte draufpassen. 0.1 könnte draufpassen vielleicht. Ja, aber in diesem Bereich von Hardware hat sich super viel getan. Man kann jetzt von Intel direkt den Intel Compute Stick direkt mit Ubuntu kaufen. Kostet knapp 100 Euro. Ist ein Intel-PC, also x86 basierend auf Atom. Steckt man in seinen HDMI-Slot rein, funktioniert. Tolle Sache, ja. Und das ist wirklich Consumer-Hardware. Da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Entwicklerkram oder so, sondern das ist die Realität von Linux heutzutage. Und das finde ich wirklich schon eindrucksvoll, wenn man zurückguckt. Also Nils kennt das ja auch. Wir haben jetzt irgendwie vor 10 Jahren, haben wir wirklich irgendwie um jedes Hardware-Stück, auf dem irgendwo ein Linux-Kernel gelaufen ist, gebettelt. Und heutzutage ist es so, wenn man in den Supermarkt geht, nimmt sich irgendein elektronisches Gerät vom Regal, dann hat man eine gute Chance, dass da ein Linux-Kernel drin läuft. Ja. In jedem Fernseher fast. In jedem Fernseher fast. Auch in denen, die nach Hause telefonieren. Ja, aber ja, die haben die Hardware ein bisschen abgespeckt. Also die Ubuntu-Version von dem Compute Stick ist tatsächlich im RAM, glaube ich, abgespeckt. Und beim Flash, genau. Also, aber man kann sich ja auch den Windows-Stick kaufen und dann einfach ein Ubuntu installieren. Ist denn der Preis gleich geblieben? Das kann ich dir nicht so genau sagen. Ja. Also sie sind tatsächlich von der Hardware ein bisschen unterschiedlich. Ja. Weil das könnte man ja positiv sehen, vielleicht braucht Linux weniger von der Hardware. Du bist ja ein Marketing-Genie. Na gut, aber wenn wir schon bei Intel sind, haben wir noch ein Fundstück von Intel. Ja, die Stephen Hawking Sprachsynthese-Software ist jetzt Open Source. Hat IBM, glaube ich, ist das, ne? Ne, Intel hat das freigegeben. Intel. I wie Intel. Genau, I wie Intel. I wie IBM. Gut. Ja. Jetzt kann jeder so sprechen wie Stephen Hawking. Leider nur nicht mit der inhaltlichen Tiefe. Das stimmt. Ja, genau, das ist ein ganzes Konzept. Also das ist nicht nur, ich glaube, da ist eine Menge Forschungsinhalt auch drin. Da geht es also darum, dass er sehr schnell Texte verfassen kann und ausgeben kann, die er von so einem Selektionsdisplay bekommt. Aber wenn man mal bei allen Gags hier den Kern sich anschaut, finde ich das eine sehr gute Sache, weil es gibt viele Leute, die davon profitieren können. Und warum sollte so eine Software jetzt für Stephen Hawking, die ist ja von Intel jetzt, weil er bekannt ist, geschrieben worden. Und ich finde, das ist ein mutiger und richtiger Schritt, das Ganze unter einer Open-Source-Lizenz zu stellen, damit man das auch anderen hier zur Verfügung stellen kann. Ja, sind wir bei J. Jonathan Riddle tritt nach einem kleinen Streit von Kubuntu zurück, für 12 Monate zumindest. Ja, ein bisschen traurig. Also, ich habe den Chat gelesen, wo sie sich so gestritten haben und das dann zum Ausschuss geführt hat. Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Also sie haben sich gar nicht so irgendwie extrem irgendwie in Flame Wars versunken, da angeflamed. Aber gut, man weiß auch nicht, was dann im Hintergrund noch so gelaufen ist. Ja, vielleicht hat er Mark kritisiert. Vielleicht hat er Mark kritisiert. Hat er ja. Ja. Irgendwie. Gut. Ja, also Jonathan Riddle ist der Maintainer von Kubuntu und es gab da ein bisschen Streit um die Markenrechte von Ubuntu. Und ja, schade. Ja, Kernel, da müssten wir eigentlich den Nils hier runterholen, oder? Da kann man ja nochmal darauf hinweisen, dass morgen hier ein Special-Event im Kernel-Umfeld stattfindet. Willst du vielleicht da kurz was dazu sagen? Okay, also um das jetzt nochmal hier zusammenzufassen, das ist für die, die sich mit dem Kernel hier beschäftigen wollen, ein absolutes Muss. Und und wenn man das jetzt nochmal hier von den Statistiken zusammenfasst, sehr großer Anstieg an Commits und Codezeilen, die im Kernel mittlerweile sind und auch ein paar lustige Meldungen, dass man irgendwie zu komplexen Code jetzt austauschen müsste mit lustigen Statements der Entwickler. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was da drin steht, das müssen wir irgendwie alles löschen. Und so. Ja,
Also wie gesagt, auch progressive Entwicklung, auch wenn man da weniger von hört als früher, trotzdem gibt es da eine gesteigerte Entwicklung auch. Das ist halt ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ja, LW Linux, da müssen wir gar nicht drüber großartig was erzählen. Mittlerweile haben wir ja schon gesagt, in ganz, ganz vielen Geräten, die man einfach so von der Stange bekommt, ist ein Linux-Kernel drin. Sind wir total glücklich, Mission accomplished an der Stelle. Und ich hoffe, dass das noch weitergeht. M, 20 Jahre MP3. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da lief auf meinem Rechner zu Hause, irgendwie konnte man MP3s abspielen, aber man konnte sonst nichts anderes mehr machen. Auch keine Maus bewegen oder so am besten, weil sonst hat es direkt irgendwie angefangen zu stuttern. Von Encodieren schon gar keine Rede, sag ich mal. Irgendwie so mit 0,1%, mit einer 0,1-facher Geschwindigkeit MP3s encoden. Das war schon krass. Mittlerweile ist das so Commodity-Konzept geworden. Ja. Aber nicht nur MP3 hat ein Jubiläum, sondern auch, und fast noch wichtiger, Ogg Vorbis. Ogg Vorbis gibt es 15 Jahre dieses Jahr. Wird auch mittlerweile, hat das einen ganz, ganz großen Siegeszug angetreten bei den Spielen. In ganz, ganz vielen Computerspielen und Plattformen, also Game Engines und sowas, wird Ogg Vorbis eingesetzt. Und zwar mit der Begründung, ist lizenzfrei, müssen keine Lizenzen gezahlt werden. Und da hat sich das sehr stark durchgesetzt. Lustigerweise, ich habe mal in das Git reingeguckt von Ogg Vorbis. Da gibt es tatsächlich das Copying-File, wurde das letzte Mal geändert vor 15 Jahren. Daraufhin habe ich da mal geguckt, wie lange gibt es denn eigentlich schon GitHub? Aber das gibt's noch nicht so lange. Das ist irgendwie über den Import passiert irgendwie. Und es gibt ja nicht mal Git so lange. Also wahrscheinlich ist das ein SVN-Import dann gewesen oder so. Also wahrscheinlich darf niemand wieder das anfassen. Ja, netzpolitik.org. Ja, Netzpolitik. Ja gut, da müssen wir gar nicht viel zu reden. Wir haben es jetzt mal vermieden, das unter LW Landesverrat zu packen. Aber wir haben schon jetzt auch speziell mit dem Linux-Tag lange Jahre mit Markus hier zusammengearbeitet und der macht einen guten Job und wollten wir hier nochmal hier sagen, dass das... Und wenn ihr da Lust habt, was beizutragen, die freuen sich total über Spenden. Also das ist halt auch wirklich aufwendig, sowas zu machen und diesen Lobbyismus irgendwie aufrechtzuerhalten. Und sich mit extrem zu beschäftigen und die freuen sich über jeden Euro, der reinkommt, sag ich mal. Ja, und der ist auch gut investiert. Der ist auch gut investiert. Gut. Ja, OpenOffice und LibreOffice. Gab da letzte Woche oder vorletzte Woche gab es da einen offenen Brief von einem LibreOffice-Entwickler, dass doch bitte Apache OpenOffice sterben lassen sollte. Also eigentlich nur noch den Zustand besiegeln, mehr oder weniger. Der Hintergrund ist ja so, dass sie im Moment durch den Herunterfahren der Aktivitäten von IBM so gut wie keine Entwickler mehr bei OpenOffice.org da sind. Ich glaube, einer. Und LibreOffice aber von, weil die Leute nicht auseinanderhalten können zwischen OpenOffice und LibreOffice, von den ganzen Supportanfragen überschwemmt wird. Und sie würden es dann natürlich lieber sehen, wenn sie die Leute schon supporten müssen und unterstützen müssen, dass dann auch wirklich ein LibreOffice eingesetzt wird und nicht ein OpenOffice. Weil wenn man sich mal die Downloadzahlen von OpenOffice anschaut, die sind schon gewaltig, die dann auch jede Woche und jeden Monat und jedes Jahr runtergeladen werden. Und das für eine Software, die eigentlich deutlich langsamer weiterentwickelt wird als LibreOffice, ist natürlich dann schade. Also ich kann nachvollziehen, warum das hier passiert mit dem offenen Brief. Ja, also ich finde es halt tragisch, dass das irgendwie erst so weit kommen musste. Ja, man hätte irgendwie sich am Anfang irgendwie einigen können und dann wäre es zu diesem Fork gar nie gekommen. Ja, da war aber wahrscheinlich U wie Oracle und I gerade unbeteiligt dran. Ja. Ja, da sind wir doch bei O. Open Document 1.2 ist jetzt ein offizieller ISO-Standard geworden dieses Jahr. Auch sehr wichtig, auch für die Verwaltung. Auch in Deutschland wird ja ganz viel Open Office oder ODF-Format eingesetzt, kommen wir auch gleich nochmal zu. Also das jetzt auch bei der ISO durch, Version 1.2 ist da jetzt ein Standard. Ja, P wie Patente. 2015 wird das Jahr der Patentrolle. Und zwar wurden in den USA im ersten Halbjahr über die Hälfte, also 68%, also deutlich über die Hälfte, der Patentklagen von Patentrollen eingereicht, also von Firmen, die überhaupt keine Produkte haben, außer Patenten. Also da fällt mir übrigens ein, wir hätten eigentlich diesen Satz, 2000x wird das Jahr des der Patentrolle patentieren lassen können und dann, naja, gut. Und ich finde es irgendwie auch so tragisch, aber das sage ich ja schon seit Jahren, dass irgendwie in der öffentlichen Meinung irgendwie Patente immer noch als irgendwie was total Duftes irgendwie gesehen werden.
Ja gut, das ist mit Innovation halt. Ja, es ist mit Innovationen verknüpft, aber irgendwie ist das so ein typisches Beispiel von Sachen, irgendwie hat mir irgendjemand mal erzählt, Patente sind super, ja, ich habe da nie selbst drüber nachgedacht. Und aber man muss da wahrscheinlich kein Prophet sein, wenn man auch sagen kann, stimmt, 2015 wird das Jahr der Patentrolle, aber auch 2016, 2017, 2018, und es wird wahrscheinlich noch schlimmer. Also das wird mit Sicherheit nicht zurückgehen, die Entwicklung. Im Gegenteil, glaube ich. Wir hatten an dieser Stelle irgendwie, ich habe in den Folien vom vorletzten und letzten Jahr irgendwie ein paar Sachen noch rausgeholt. Und wir hatten irgendwie im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr hatten wir diese Folie und ich weiß ja nicht mehr warum. Doch, ich kann dir das noch sagen. Das ist eine Traumhochzeit gemacht im Himmel. Kannst du dich noch erinnern, worum es da ging? Also nach Miss Piggy zu urteilen, muss es irgendeine witzige Firma gewesen sein. Ja, das war das Zusammengehen von Nokia und Microsoft. Das überlassen wir eurer Fantasie. Und auch wie im echten Leben, also bei Nokia und Microsoft sind ja nicht mehr zusammen. Haben sich auch dieses Jahr Kermit und Miss Piggy getrennt. Und auch Microsoft und Nokia mögen sich nicht mehr so gut, weil Nokia hat ja jetzt irgendwie, da ist irgendwie so ein zeitbegrenzter Vertragsklausel irgendwie ausgelaufen mit, ihr dürft keine Telefone bauen eine bestimmte Zeit lang. Wahrscheinlich hat sich auch Microsoft gedacht, na, die machen das dann sowieso nie wieder. Und das war irgendwie ein Tag vorbei und Nokia hat gesagt, doch, jetzt bauen wir wieder Telefone. Ja? Und jetzt gibt's die ersten Android-Telefone von Nokia. So, total bizarr, aber okay. Ja, noch ein weiteres Jubiläum. Wir haben dieses Jahr irgendwie das Jahr der Jubiläen. Ganz viele, ganz tolle, von ganz vielen wichtigen Projekten Jubiläen. Und 15 Jahre, 15 oder 20? Ich glaube 20. 20, dankeschön. 20 Jahre QT. Kann ich mich auch noch an die Anfänge erinnern. Oh Gott, ich bin so alt. Also als Matthias Ettrich auf dem Linux-Tag irgendwie QT ganz nach vorne gebracht hat, beziehungsweise angekündigt und gezeigt und alle standen da und dachten so, boah, da kann man ja echt tolle Sachen mitmachen. Ja. Und QT hat sich ja mittlerweile auch ganz stark durchgesetzt mir begegnet das relativ häufig bei so Custom-Software, insbesondere wenn es Cross-Plattform-Geschichten sind. So irgendwelche, zum Beispiel so Cloud-Dienste oder sowas, für die es dann irgendwelche Oberflächen gibt, die für verschiedene Betriebssysteme angeboten werden. Naja, ganz gut. Oft für dafür QT gemacht. Ist das ja auch geschrieben worden. Genau, für plattformübergreifende Software. Also eine schöne Bibliothek und Ist ja auch eine schöne API, also muss man sagen, hat auch ein paar revolutionäre Features gehabt, das mit diesen Slots und Signals-Geschichten. Das war schon damals ein ziemlich revolutionäres Konzept. Hätte mit Sicherheit nicht 20 Jahre überlebt, aktiv, wenn das schlecht gewesen wäre. Also auch ein Meilenstein jetzt hier. Ja, jetzt haben wir für R was, da muss ich mal kurz aufstehen. Jetzt brauche ich eure Fantasie. Das wird ein absoluter Highlight. Stellt euch vor, ein wenn Emulator es denn klappt, sagen mit einem etwas älteren Spiel und 8 Controller, die wir brauchen jetzt für diese Demonstration. Also ihr müsst euch vorstellen, ein Emulator, ein älteres Spiel, 8 Controller. Und wozu braucht man das? Weil man kann mit Hilfe von diesen... Ich glaube, das Netz spielt leider nicht mit. Also da müsste jetzt eigentlich ein Video kommen, aber leider... Das können wir auch erzählen, das müsst ihr euch dann mal anschauen, weil das ist absoluter Hammer. Also man hat diese 8 Controller. Und also stopp, da muss man natürlich noch sagen, es geht um Super Mario. Ja? Okay. Ja, also es geht um Super Mario auf dem Super Nintendo. 8 Controller. 8 Controller, die gesteuert werden von einem Skript. Also das wird mit einem Emulator gemacht. Man kann das auch auf Hardware machen. Das hat auch tatsächlich jemand nachgewiesen, dass es auf Emulator auch funktioniert. Und ich kann dieses Video auch gerne nachher nochmal zeigen, auf der Party vielleicht, wenn ihr Lust habt. Da wird quasi eine Software geschrieben innerhalb von Super Mario. Also die Leute benutzen einen Glitch in Super Mario, der dazu führt, dass bestimmte Register überladen werden mit Werten, um dann mit diesen 8 Controllern die Sprites durch Spielen in diese Position zu bringen, sodass dieser Glitch ausgenutzt wird und dann entsprechende Register gefüllt werden und damit im Endeffekt dann ein Programm geschrieben wird durch Spielen von Super Mario mit 8 Controllern. Und in diesem Video sieht man dann, wie plötzlich, also ganz verrückte Sachen, die da passieren, er springt halt durch die Gegend, macht irgendwelche Sachen und sowas und plötzlich macht das ganze System irgendwie so ein Reset und man hat irgendwie so ein Snake-Spiel, was dann so komplett per Eingabe programmiert wurde. Und deswegen haben wir das auch unter R eingeordnet, weil das ist für uns der Remix des Jahres.
Ja, also kann das gerne nachher nochmal zeigen, wenn ihr Lust habt. Das ist wirklich, wirklich witzig. Echt ja. Sehenswert und ich habe mir das angeschaut und dachte, das gibt's ja gar nicht. Ja. Ja. Kommen wir zu S. Security. Ja, mach mal, wir sind ja schon fortgeschritten. Unser Security-Block wird eingeleitet von S wie Stage Fright. Ja, das finde ich sehr bemerkenswert übrigens. Das ist der erste Sicherheitsvorfall, den ich gesehen habe, der ein eigenes Logo hat. Ah, stimmt. Ja, stimmt, ja, Heartbeat hat auch. Also der Trend geht dahin. Der Trend geht zum Logo für Bugs. Ja, ja, ja. Und gerade Stage Fright ist wieder mal so ein Beispiel, warum diese kranke Fragmentierung irgendwie in diesem Bereich richtig Mist ist. Beziehungsweise ja. Fragmentierung ist, glaube ich, nicht das Problem. Ein funktionierendes Update-Konzept von Google ja, fehlt. Ja, gut. Also ich meine, ich habe ja das Statement von Google gelesen dazu. Ich finde es gar nicht so doof. Also ich meine, die haben halt gesagt, wir haben es auch gefixt. Neueste Version ist gefixt. Ja, super. Wie, benutzt nicht die neueste Version? Das ist ja nicht unser Problem. Naja, zwei Stunden später haben sie festgestellt, dass ihr Fix nicht funktioniert. Ja, okay, das ist noch ein anderes Ding gewesen. Also der Fix für den Fix von Google, das war natürlich ganz schön peinlich. Und das dürfte eigentlich nicht passieren. Ja, vor allen Dingen, weil die ja auch irgendwelche Freigabeprozesse also, haben. Also, um vielleicht nochmal alle mitzunehmen, was das bedeutet. Das ist hier eine Sicherheitslücke für Android-Telefone, die von dem Herausfinder dieser Sicherheitslücke genannt worden ist als die Mutter aller Android-Probleme. Betrifft irgendwie 95% oder 99% aller am Markt befindlichen Geräte, wahrscheinlich alle. Und es gibt irgendwie keine Möglichkeit, dass Google vernünftig diese Patches ausrollen kann. Weil die brauchen eben die Hersteller, manchmal die Telefonanbieter noch dazu und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich eine Katastrophe, dass man es nicht schafft, hier diese Probleme vernünftig zu adressieren. Ja, also es ist ja so, dass der das herausgefunden hat, hat an Google das Problem gemeldet mit Patches dafür. Und die sind auch relativ schnell, so 3 bis 4 Monate später dann da auch bei den Geräten angekommen. Und CyanogenMod kann natürlich auf dieses Open Source Android Project zurückgreifen. Da sind die eben drin gewesen und dann können die das in ihr Projekt übernehmen. Ja, weiteres lustiges Security-Thema ist Lenovo. Den, sie lernen es einfach irgendwie nicht. Und ist ein Wiederholungstäter, weil die sind mit diesen zwei Sachen in diesem Jahr aufgetaucht. Also, wir wollten eigentlich nur diese eine Folie machen mit Superfish, aber dann kam irgendwie das nächste und dann war super. Das ist ja toll. Ihr seid ja voll die Spezialisten. Also was ist passiert? Bei Superfish haben sie irgendwelche ganz fiese Backdoor-Bloatware auf ihren Geräten verteilt, also mitinstalliert. Wenn man sich dann so ein Notebook gekauft hat von denen, da war halt so eine Software installiert, die halt diverse Backdoors aufgemacht hat und die auch relativ schwierig zu deinstallieren war. Aber sie haben daraus gelernt und haben die nächste Bloatware, die sie installiert haben, so gemacht, dass man sie überhaupt nicht mehr deinstallieren kann. Ja? Und das ist sogar noch ein bisschen fataler, weil selbst wenn man die Software deinstalliert hat, beim nächsten Reboot wurde sie wieder schön installiert. Weil das Ganze über ein BIOS-Feature gelaufen ist, das von Microsoft vorgesehen ist eigentlich für irgendwelche Patches, glaube ich, oder sowas, ja. Und wo das Betriebssystem, also in dem Fall Windows, das hat natürlich Linux nicht betroffen, dann beim Booten einfach vom BIOS gesagt kriegt, hier, lad mal die Software runter und installier die mal. Auch super. Also, ich kann mich noch bei Windows 95 erinnern, als alle sich aufgeregt haben, dass man beim Registrieren irgendwie einmal mit Microsoft nach Hause telefoniert hat. Heutzutage... Also warum haben wir das ja aufgenommen? Weil das zeigt einen Trend, dass man zwar freie Software hat, die man prinzipiell überprüfen kann und die man eventuell mit ganz vielen, wie es so schön heißt, Augen drüber schaut und auch die Fehler findet. Das nützt uns aber alles nichts, wenn die Angriffe weiter unten stattfinden und durch das UEFI oder durch das BIOS kommen. Und also hier ist Windows ausgenutzt worden. Aber der Fehler ist ja nicht von Windows passiert, sondern der Fehler ist ja jetzt hier ein Schritt unten drunter. Und wir müssen uns da immer vor Augen halten, freie Software ist ein guter Schritt, reicht aber nicht, wenn man nicht die gesamte... Und da gibt es wieder den Full Circle zu den strategisch wichtigen Projekten von der FSF, nämlich ein freies BIOS zu haben. Ja, ein Core Boot. Und das wäre sehr wichtig, dass wir... Genau. Genau.
wie das auch immer heißt, ist egal. Hauptsache man hat etwas, was eben auch das BIOS betrifft, beziehungsweise die Firmware betrifft beim Starten, und so etwas wie Core Boot, Libre Boot, was auch immer, extrem wichtig und zu Recht auf der Liste von den strategisch wichtigen Sachen. Der Check. Okay, das ist natürlich Feuer durch Feuer ersetzt. Da fällt mir ein, wir haben dieses Jahr überhaupt keine Apple-Bashing-Folie. Hat wahrscheinlich, also zeugt auch irgendwie von Relevanz, oder? Ja. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Kleiner shameless Plug. Der Linux-Tag e.V. Unterstützt eine Konferenz in Berlin im November, die sich mit Systemd befasst. Nils, magst du da vielleicht auch mal ein Wort zu sagen? Ja. Ich wollte es gerade sagen. So, beim Social Event so einen kleinen Boxkampf zwischen hier Lennart Pöttering und... Jetzt fällt mir keiner ein, wer das prominent nicht mag, aber Mark Shuttleworth vielleicht. Hat sich ja sehr gewehrt, in Ubuntu das einzuführen. Ja, auf jeden Fall hingehen. Super Event. T wie Tor. Auch eine witzige Geschichte. Cisco versucht gerade relativ intensiv mit relativ viel Marketingaufwand einen neuen, freien, nicht patentbehafteten, in Anführungszeichen, Videocodec zu promoten oder in den Markt zu bringen, weil sie gemeinerweise bei H265 bei den Patentgebern nicht mehr mitmachen dürfen. Also die Story ist so, bei H264, das ist der Vorgänger von diesem HEVC-Codec, war Cisco einer der wesentlichen Teilnehmer in diesem Patentpool. Das heißt, die waren Miteigentümer der Patente und haben damit auch von den Lizenzgebühren profitiert. Und jetzt kommt der Nachfolger auf den Markt, und jetzt gibt es zwei Patentgruppen, die daran profitieren. Und in einer davon sitzt Cisco nicht mehr drin, das finden sie blöd. Und deswegen ist ihnen plötzlich eingefallen, dass so patentbehaftete Codecs ja sowieso total blöd sind. Und dass man doch total wichtigen freien Videocodec braucht. Und da hätte ich gesagt, okay, es gibt doch VP8. Ja. Hat aber Cisco in seiner Pressemitteilung geschrieben, VP8 wäre ja so fieses Google-Zeug und das will ja sowieso keiner einsetzen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man jetzt einen freien, total diskriminierungsfreien, patentbefreiten Codec hat und deswegen Tor. Mal gucken, wie lange sich das hält und wann sie Lizenzgebühren für Tor verlangen. Ja. Sozusagen, naja, mal gucken. Auch lustige Geschichte. Kommt noch. Spoiler. OpenStack oder Ubuntu, Olli. U wie Ubuntu, ja. Market Space. Nachricht dieses Jahres. Ubuntu hat auf der OpenStack Summit angekündigt, dass man eventuell an die Börse gehen möchte. Und warum? Mit dem OpenStack im Ubuntu macht man zum ersten Mal Gewinne. Und das wäre dann eine gute Basis, auch mal an die Börse zu gehen. Man muss heutzutage kein gutes Produkt mehr haben, um an die Börse zu gehen, sondern muss nur Gewinne haben. Davon abgesehen, dass Ubuntu natürlich ein gutes Produkt ist, aber jetzt mal so allgemein gesehen. Die Begründung irgendwie komisch, aber gut. Aber ich meine, wir haben hier Mark in Space nochmal gezeigt. Er will ja hoch hinaus. Somit, ja. Höher, so richtig viel höher geht auch nicht mehr so richtig. Aber na gut. V, da haben wir nochmal diese EU-Geschichte.
muss ich selbst mal gucken, was das nochmal war. Genau. Großbritanniens Regierung wechselt zu ODF. Auf jeden Fall gibt es die Nachricht. Genau. Warum sagen wir das so? Weil das ist die Verordnung vom Jahr 2008, dass die Bundesrepublik nach ODF wechselt. Angeblich geht das auch alles. Also, ja, technische Möglichkeiten sind ja nicht so schwierig. Also man kann ja ein LibreOffice parallel installieren oder man kann ein Plugin in Microsoft Office für ODF installieren. Man kann einen Admin haben, der irgendwo ein installiertes LibreOffice hat. Genau. Der dann die menschliche Konvertiermaschine ist. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, um das umzusetzen. Das haben wir jetzt nur gebracht, um so die Erwartungen vielleicht ein bisschen zu dämpfen, weil was ich verwundert fand, dass das so überall aufgegriffen worden ist, die britische Meldung, und dass das so als Meilenstein nach vorne wichtig, so etwas zu machen, und jeder Schritt nach vorne ist wichtig und in die richtige Richtung dann, aber man darf das nicht überbewerten. Ja, damit kommen wir zu dem wichtigsten Thema dieses gesamten Foliensatzes aus meiner Sicht. Man kann Emacs jetzt auch als Window Manager benutzen. Ja, das finde ich jetzt gar nicht witzig. Ja, das ist total ernst. Ja, aber war das nicht schon immer ein Betriebssystem, bei dem ein Editor gefehlt hat? Ja, ich fand ja auch, man sollte Emacs als Login Shell einstellen. Ja. Ja, also, wer benutzt hier VI? Wer benutzt Emacs? Och, nö. Da sehe ich den Philipp, der benutzt nämlich auch VI, ja, und ich versuche ihn die ganze Zeit immer davon abzuhalten und hat noch nicht geklappt. Nee, irgendwie. Realisiere einfach, du bist eine Minderheit. Jetzt gibt's also, aber gibt es hier einen VI-Window-Manager? Hast du schon mal einen VI-Window-Manager gesehen? Wird auch gar nicht funktionieren. Weil ja. Erzähl weiter. Ja, sehr gut. Schön. Kann man sich also lassen wir mal als Schlusswort für das Thema hier stehen. Gehen wir mal zu wirklich wichtigen Betriebssystemen. Da musst du jetzt erzählen, das ist mir zu krass. Das kann ich nicht erzählen, das geht nicht. Also ich meine, ist ja eben schon mal kurz angesprochen worden, das ist ein Screenshot. Frag mal, wer schon was von Temple aus gehört hat. Oh. Krass, das ist echt, ich habe das zum ersten Mal letzte Woche gehört. Also das ist wirklich ein Hammer. Der Programmierer hat den Auftrag für dieses Betriebssystem von Gott persönlich bekommen. Und er hat sich dann hingestellt und 12 Jahre programmiert. Und dieses Betriebssystem ist komplett im Ring 0, wenn man das weiß, was das bedeutet, implementiert. Das ist aber auch gar kein Problem, weil wenn man den Auftrag von Gott persönlich hat, dann hat so ein Betriebssystem natürlich auch keine Fehler. Und die Programmiersprache, mit der das programmiert worden ist, und das ist echt kein Scherz, ist Holy C. Es kommt noch besser. Und da sag mal was über das Programmiererteam. Also das Programmiererteam besteht aus einer Person, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist er anerkannte Schizophrenie und tritt mit mehreren Persönlichkeiten auf und hat somit hier ein... Jetzt bestimmt tolle Scrum-Retrospektiven. Ja, aber ich meine, ist schon... Also Golem hat es getestet und fand es gut. Ich finde das jetzt auch nicht schlecht oder sowas. Also ich meine, ich finde es bewundernswert, wie er das hier durchzieht. Aber das ist natürlich schon eine ganz schön große Aufgabe. Und das ist, also das, was rausgekommen ist, ist schon für eine Person schon sehr bemerkenswert. Ist doch nicht nur eine. Stimmt. Ne? Aber wenn du es baust, wird es kommen. So kommen wir zu, wir sind langsam am Ende. Wir sind jetzt bei X oder anders gesagt XP. Wir hatten letztes Jahr schon mal darüber geredet. Genau, unsere Freunde von Berlin haben ja immer noch ein sehr modernes Betriebssystem. Da hatten wir doch das Zitat von hier Bismarck mit, geh ich lieber nach Brandenburg, da passiert alles 50 Jahre später. Genau.
Und da dachten wir, was ist denn da passiert im letzten Jahr? Wie sieht es dann an der XP-Front in der Stadt Berlin oder im Land Berlin aus? Da gab es eine Anfrage der Piraten. Und das Interessante ist, wenn man diese Zahlen einfach jetzt mal zusammenzählt, das sind die noch laufenden XP-Installationen, kommt man auf 27.000. Irgendwas, ja, 27.000 Rechner, die unter XP noch laufen in Berlin. Jetzt habe ich versucht herauszufinden, wie viel vor einem Jahr da waren. Da gibt es mehrere Zahlen. Eine war ungefähr 500 PCs mehr. Also, dass sie in dem letzten Jahr 500 PCs migriert haben. Wenn man diese Geschwindigkeit hier zum Maß nimmt, brauchen sie noch ungefähr 56 Jahre, um XP abzulösen. Das heißt, wir haben noch eine Menge Material für die nächsten Jahre. Und Microsoft kriegt noch eine Menge Geld. Ja. Das fand ich auch übrigens interessant. Ist ja auch ein Kandidat, der sehr prominent ist. Auch der Deutsche Bundestag hat noch eine Menge XPs einzusetzen. Und vor allem, wenn man das irgendwie in Relation setzt zu den Nachrichten, die jeder hier in letzter Zeit hier nachlesen kann. Ja. Aber da fällt mir ein, meinst du, das liegt an Berlin, an der Lokalität? Weil auch der Bundestag ja in Berlin sitzt? Keine Ahnung. Naja, was haben wir noch? Für Y haben wir nichts gefunden. Traurig aber wahr, deswegen haben wir ein bisschen in der Historie gekramt. Meine erste Linux-Distribution auf CDs war Yggdrasil. Kann sich da irgendjemand dran erinnern? Hat das irgendjemand auch mal gehabt? Sagt mir, dass ich alt bin. Lustig fand ich irgendwie beim Rausgraben von der CD, dass da tatsächlich auf der CD draufsteht, was für ein Modell SDC-Controller man haben musste. Und zwar nicht irgendwie, man braucht einen SDC-Controller, nein, man braucht genau den Adaptec 1542 sowieso, sonst ging's nicht. Und genau das CD-ROM-Laufwerk von genau diesem Hersteller in genau diesem Modell. Das fand ich schon lustig. Waren schon noch coole Zeiten irgendwie. Ja. Man hätte unter Y natürlich auch eine Nachricht bringen können, dass Fedora YAM abgelöst hat. Aber das ist natürlich vielleicht doch nicht eine ganze Folie wert gewesen. Ja. Ja, damit sind wir am Ende. Wir sind jetzt in der Zukunft. Und alles, was auf diesem Bild zu sehen ist, passt heute in die Tasche. Oder hat jeder von uns in der Tasche. Und ich erinnere nochmal dran, 21. Oktober, Marty McFly und so. Und ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuhören und mitdiskutieren. Und wir hoffen, dass die Schlange jetzt, da wir ein bisschen überzogen haben, nicht mehr so lange ist am Steak. Und wünschen euch einen tollen Abend noch und hoffen, dass ihr auch nächstes Jahr wieder bei uns hier zuhört, wenn wir irgendwie unseren Opa erzählt vom Browserkrieg Gang durch die Geschichte machen. Und ja, Dankeschön.